Liebe Kommanditaktionäre, ich möchte Sie natürlich alle persönlich auch begrüßen. Das Gleiche gilt für den Aufsichtsrat, gilt für seinen Präsidenten Reinhard Rauball. Ich freue mich natürlich auch sehr, dass Michael Zorc, Peter Bosch und vom Mannschaftsrat, das kann man möglicherweise in den hinteren Reihen nicht so genau erkennen, Kapitän Marcel Schmelzer und drei weitere Mitstreiter, die ich jetzt bewusst nach Alter und nicht nach Schönheit benenne, Nuri Sahin, Marco Reus, Julian Weigel, ist richtig so vom Alter her, danke. Freuen uns sehr, dass ihr euch jetzt das zweite Mal auch hier, gerade heute auch, den Kommanditaktionären zur Verfügung stellt und mit eurem Besuch auch damit dokumentiert, dass wir auch in so einer Situation Flagge zeigen, und ich glaube, dass ich da auch allen aus dem Herzen spreche, dass ich euch herzlich willkommen heiße. Das ist eigentlich ganz interessant. Gestern haben mir viele gesagt, ja, die Mitgliederversammlung, und die war gestern wirklich, muss ich sagen, zur Enttäuschung der Medien, die langen Gesichter gesehen, sehr, sehr harmonisch, dass es dann vielleicht auch mal eine kritische Nachfrage gibt. Das ist, glaube ich, auch nicht nur erwünscht, sondern auch völlig normal. Aber in Gänze war das, glaube ich, sehr, sehr ehrlich miteinander, sehr kritisch, aber von der großen Solidarität getroffen. Und da ist mir gesagt worden, ja, aber die Aktionärsversammlung und so. Und das ist für mich eigentlich die für mich auch immer noch offene Frage. Ich habe immer den Eindruck, wenn ich hier am Montag stehe, ist für mich relativ schwierig, sage ich Ihnen ganz ehrlich, immer an zwei aufeinanderfolgenden Tagen zwei lange Reden zu halten und immer das Gefühl zu haben, du hast das vielleicht schon mal gestern gesagt. Noch dazu, wenn wie gestern dann auch noch die Bild-Zeitung einen Live-Ticker macht, das war der letzte, war glaube ich bei der Sondierung der Jamaika-Koalition, und dann habe ich immer das Gefühl, das haben wir schon alle mitgekriegt, was du gesagt hast gestern, und von daher das heute wieder machen zu sollen, zu dürfen, ist von der Taktung her auch nicht ganz einfach, aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich montags hier oben stehe, dass man immer so, dass das vielleicht ein bisschen fahrlässig ist zu sagen, ja, die Aktionäre, die haben nicht die gleiche emotionale Bindung an Borussia Dortmund wie die Mitglieder, und ich glaube, wenn Sie so das Gefühl von mir bestätigen, dass das nicht so ist, nämlich dass Sie mit der gleichen Emotion auch an diesem Club hängen, können Sie das jetzt mal mit einer Meinungsäußerung, ja, sehen Sie? Das freut mich sehr, denn da hat mich mein Gefühl ausnahmsweise mal nicht getrogen, und das tut auch gut. Vielen Dank dafür. Ich möchte, bevor ich auf die Einzelheiten eingehe, und ich glaube, die Situation macht es schon auch notwendig, dass wir vielleicht heute auch ein bisschen detaillierter ich Ihnen die Dinge vortrage. Ich möchte aber zunächst erstmal, bevor ich dann anschließend mich vielleicht in Rage rede, ein paar Dankesworte aussprechen an alle Mitarbeiter von Borussia Dortmund, die auch im letzten Jahr wieder jeder an seinem Platz einen sehr, sehr guten Job gemacht haben. Stellvertretend dafür auch mein Kollege Thomas Tress, mit dem die Zusammenarbeit wirklich vorzüglich ist und sehr viel Spaß macht, aber auch mit allen anderen Mitarbeitern. Und ich gehöre nicht zu der Kategorie der Leute, die ein Unternehmen führen und sich eigentlich dafür schämen, dass man viele Mitarbeiter beschäftigt, sondern der BVB hat mittlerweile mehr als 800 Mitarbeiter, und ich bin da sehr stolz drauf, weil ich empfinde das nicht als Ballast, dass man noch schlanker werden muss und was weiß ich, sondern ich finde, es muss effizient sein, aber jeder Mitarbeiter hat einen Wert, und in einer Stadt wie Dortmund und in dem Umfeld dieser Stadt, wo es immer noch hohe Arbeitslosigkeit gibt, wo es immer noch eine Menge Probleme gibt, obwohl sehr vieles sehr gut voranschreitet, finde ich, dass es auch Borussia Dortmund sehr, sehr gut ansteht, hier ein großer Arbeitgeber zu sein, und wir sind da auch sehr stolz darauf.
Ein Dank natürlich an unseren Betriebsrat an der Spitze, der Fels in der Brandung, Fritz Lünschermann als Betriebsratsvorsitzender. Fritz, erheb dich mal. Ich glaube, dass es in der heutigen Zeit beispielhaft ist, eine so gute, durchaus auch mal kritisch konstruktive, aber so gute Sozialpartnerschaft zu pflegen. Auch das ist, glaube ich, beispielgebend für dieses Unternehmen, dass das zwischen der Unternehmensführung und dem Betriebsrat und da, Fritz, großen Dank an dich und deine Mitstreiter, dass das so vorzüglich klappt. Denn wenn Sie sehen, dass wir zwar intern eine Menge Dinge bewegen, anschieben, was das Thema angeht, aber dass das immer geräuschlos nach innen passiert und nie nach außen. Daran können Sie auch wirklich ermessen, dass das nicht nur Worte sind, die ich jetzt sage, sondern dass das auch mit sehr viel Intensität gelebt wird, dass wir wirklich eine großartige Sozialpartnerschaft haben. Die Gremien möchte ich erwähnen, die in 2017 einige Belastungsproben überstehen mussten und die das großartig bestanden haben. Reinhard Raubal, Gerd Pieper und alle Beteiligten. Ich glaube, dass das wirklich beispielgebend war. Und natürlich möchte ich Ihnen danken, denjenigen, die jetzt hier sind, die nicht jetzt nach den letzten Wochen, wo infolge des Pokalsieges und des Transfers, des drittgrößten Transfers des Weltfußballs von Ousmane Dembélé, den wir für 15 eingekauft und dann für die Endsumme ist noch nicht ganz klar, aber nahe 150 Millionen verkauft haben, wo der Kurs dann zwischenzeitlich auf 8,50 sprang, die dann nicht gesagt haben, oh, da habe ich aber 100% oder noch mehr Gewinn gemacht und jetzt verabschiede ich mich, was legitim ist. Aber Sie, die dabei geblieben sind, weil Sie an die langfristige Sache Borussia Dortmund glauben, Ihnen, den Kommanditaktionären, möchte ich da an dieser Stelle auch ganz besonders danken. Applaus 2017 war in jeder Form wahrscheinlich das anspruchsvollste und herausforderndste Jahr, was ich bei Borussia Dortmund erlebt habe. Ich habe mir das am Wochenende noch mal Revue passieren lassen. Und wenn ich mir dann die einzelnen Dinge so überlege, Leipzig, was im Nachhinein extrem unschöne Bilder waren, aber in der letzten Konsequenz natürlich auch dann zu Dingen geführt hat, die dann auch in der Berichterstattung dann teilweise auch schon schwierig zu beurteilen waren. Dann dieser unfassbare, das Bombenattentat auf unsere Mannschaft. Und ich habe das auch gestern gesagt, wir sollten das auch nicht unterschätzen, was das auch posttraumatisch nach Monaten auslösen kann. Ich habe mich da in den letzten Wochen mit Psychologen ausgetauscht, die sagen, gerade das Risiko nach 6, 7 Monaten nach einem solchen Attentat wäre extrem hoch. Wir haben da professionelle Hilfe an unserer Seite. Wir überhöhen das nicht. Wir werden auch überhaupt nicht im Ansatz zulassen, dass das als Alibi benutzt wird. Aber wir reden hier auch von jungen Menschen, die eine extreme, eine Grenzbelastung überstanden haben, ertragen haben. Und wenn du in einem Bus sitzt und siehst da eine Bombe auf dich zufliegen, dann hast du schon das Gefühl, dass das ein einschneidendes Erlebnis in deinem Leben war. Und da sollten wir sehr verantwortungsbewusst mit umgehen. Es gab dann wunderschöne Situationen, DFB-Pokalsieg. Unsere U19 ist in einem legendären Finale gegen Bayern München hier deutscher Meister geworden. 35.000 Zuschauer, Rekordzuschauerzahl für alle Endspiele. Es gab dann auch wiederum andere Dinge, die Entlassung des Trainers. Ich habe da gestern schon was zugesagt, ich habe es schon oft gesagt, ich sage es aber gerne auch heute nochmal, damit mir nachher niemand den Vorwurf macht, ich würde es heute verschweigen wollen. Die Trennung von Thomas Tuchel, dem ich an dieser Stelle noch einmal, ich habe es schon in Berlin gemacht,
für die 2 Jahre Arbeit, danke auch für das Erringen des DFB-Pokals, was allerdings auch immer zweischneidig ist. Er hat uns geholfen, diesen DFB-Pokal zu gewinnen, allererster Linie der Mannschaft. Wir haben ihm aber auch die Möglichkeit gegeben, den ersten Titel in seiner Karriere zu holen. Und insofern glaube ich, dass nach diesen 2 Jahren sich auch beide nichts mehr schuldig sind. Es war eine Entscheidung, die sehr schwer war, weil sie sportlich jetzt nicht wirklich motiviert war. Und Sie können mir vielleicht nach vielen Jahren hier an der Spitze des Unternehmens auch abnehmen, dass ich schon auch die Konsequenzen einer solchen Entscheidung voraussehen konnte, dass das keine einfache Entscheidung ist, nach einem Titelgewinn so eine Veränderung vorzunehmen. Aber ich möchte hier an dieser Stelle und auch letztmalig für alle Zeiten mal mit ein paar Legenden aufräumen. Die erste ist, dass das meine Entscheidung in einsamer Machtvollkommenheit gewesen wäre. Wir brauchen uns nicht kleinreden. Die Organisationsstruktur ist so, dass ich diese Entscheidung letztendlich zu treffen und zu verantworten habe. Aber zu glauben, dass das eine isolierte Entscheidung von dieser Tragweite gewesen wäre, der muss wirklich die letzten 13 Jahre meinen Werdegang und meine Tätigkeit hier bei Borussia Dortmund nicht vollständig verfolgt haben. Natürlich ist in allererster Linie erstmal die Meinung von Michael Zorc gefragt, der ja für die Federführung, für die sportliche Konzeption von Borussia Dortmund hat. Und natürlich trifft man so eine Entscheidung nicht ohne die Gremien nicht nur zu informieren, sondern denen auch alle Fakten auf den Tisch zu legen, das zu diskutieren, zu bewerten. Ich weiß sogar heute noch, wann wir mit den Herren des Aufsichtsrats darüber gesprochen haben. Es war nämlich vor dem Finale unserer U19 gegen Bayern München, wo wir einfach mal diese kritische Situation insgesamt besprochen haben. Und ich bitte Sie herzlich um Verständnis, dass wir damals alle miteinander, Reinhard Raubal mit seinen Gremien, Gerd Pieper mit seinem Gremium, wir intern uns versprochen haben, wir machen aus dieser schweren Entscheidung, auch der vielleicht für viele, die die Fakten nicht so kennen, nicht nachvollziehbaren Entscheidung, trotzdem keine öffentliche Schlammschlacht. Und das werden wir auch weiterhin nicht tun. Ich verstehe die Neugierde. Ich verstehe auch, dass das Ihnen vielleicht auch ein bisschen zu dürftig erscheint. Aber die Folgen einer öffentlichen Darstellung, warum und weshalb, die werden nicht besser. Und so viel Vertrauen erwarten wir auch einfach nach so vielen Jahren erfolgreicher Arbeit, dass Sie uns da auch ein Stück weit vertrauen, dass wir das Wohl und Interesse von Borussia Dortmund immer über das Eigeninteresse stellt. Und wenn Sie mir noch 2 persönliche Worte dazu gestatten. Ich habe dann gelesen, ich könnte nicht mit großen Persönlichkeiten umgehen. Ich arbeite seit 14 Jahren oder 13 Jahren ganz eng mit Reinhard Raubal zusammen. Manchmal haben wir unterschiedliche Meinungen, oft haben wir die gleiche Meinung, aber wir haben immer ein großes Vertrauensverhältnis zueinander. Das ist eine der größten Persönlichkeiten, die Borussia Dortmund hervorgebracht hat. Das Gleiche gilt für Michael Zorc. Seit 12 Jahren arbeiten wir zusammen. Wir streiten uns, wir kämpfen zusammen, wir finden immer wieder zusammen, wir diskutieren sehr häufig auch kontrovers. Und Michael Zorc war der Kapitän unserer Champions-League-Siegermannschaft 97. Er hat alle Trophäen dieser Welt in die Höhe gehalten und ist eine Persönlichkeit, wie es ganz wenige gibt. Und ich habe mit Jürgen Klopp, gegen die Persönlichkeit von Jürgen Klopp, sind eine ganze Reihe Trainer, reichen da nicht dran. Jürgen Klopp ist eine Persönlichkeit par excellence und 7 Jahre lang haben wir super zusammengearbeitet, wenn wir Kontroversen hatten. Es ist nie nach draußen gedrungen. Wir haben immer gut zusammengearbeitet und mir dann am Ende zu sagen, ja, der kann ja nicht mit Persönlichkeiten zusammenarbeiten, das greift zu kurz.
liebe Freunde, das greift zu kurz, das war es nicht, das ist es nicht. Ich habe immer bei allen Dingen, die ich tue, das Interesse von Borussia Dortmund vor Augen. Und wenn diese ganzen Personen über so viele Jahre so vertrauensvoll zusammenarbeiten und dann kommt jemand anderes noch dazu und es geht dann irgendwann nicht mehr, dann kann man natürlich sagen, es liegt an allen den Personen, die das die ganzen Jahre vorher so gemacht haben oder vielleicht auch nicht. Mehr möchte ich zu diesem Thema auch nicht sagen. Ich wünsche Thomas Tuchel, und da bin ich davon überzeugt, dass das auch Ihre Meinung ist, für seine persönliche Zukunft alles Gute. Und ich glaube, dass wir mit dem Verhalten, was wir jetzt seit einem halben Jahr an den Tag gelegt haben, trotz verschiedener Provokationen in dieser Richtung, dass wir mit dem Verhalten über alles jetzt einen dicken Strich zu ziehen, dass wir damit auch dieser Zukunft von ihm Rechnung getragen haben. Und insofern wünschen wir ihm da wirklich alles Gute. Wir haben heute zwei Themen. Es geht um wirtschaftliche Thema Borussia Dortmund, verbunden mit Strategie, und um sportliche Themen. Und da ich jemand bin, der immer eher die unangenehmen Dinge angeht, reden wir jetzt heute mal zuerst über den Sport. Aber ohne in Sack und Asche zu gehen. Denn wenn die Schalker Freunde aus ihrem Rausch morgen oder übermorgen dann vielleicht auch erwachen, dann werden sie sehen, dass sie genauso gut einen Punkt dafür gekriegt haben wie wir. Das befriedigt nicht, da müssen wir nicht drüber reden. Und mir muss auch keiner erzählen, wie scheiße sich das angefühlt hat. Aber wenn man irgendwann mal wieder zu einer gewissen Analyse und analytisch zurückkehrt, dann hat jeder Mannschaft einen Punkt gekriegt. Und wir haben es ja auch andersrum erlebt. Wir haben 3-0 zurückgelegen 2008 unter Jürgen Klopp. Wir haben das 3-3 gemacht. Wir haben auch drei Tage lang dann anschließend gefeiert. Und am vierten Tag hast du gesehen, verdammt nochmal, das hat uns in der Tabelle aber auch nicht weiter nach vorn gebracht. Und insofern hat dieses Derby, sollten vielleicht darauf achten, Reinhard, vielleicht kannst du uns ein bisschen helfen, dass wir nicht mehr am Abend vor den beiden Versammlungen oder am Nachmittag ein Derby spielen, weil das führt natürlich dazu, dass emotional das Ganze doch dann sehr aufgeladen ist. Aber dieses Derby war die perfekte Spiegelung, also unserer Mannschaft ist es gelungen, die ganze bisherige Saison in einem einzigen Spiel nochmal nachzuspielen. Du hast in den ersten 7 Spielen 19 Punkte geholt, das vergleiche ich mit der ersten Halbzeit, 4-0. Und aus den nächsten 6 Spielen 2. Das ist die zweite Halbzeit. Das gibt natürlich ein bisschen gemischtes Bild. Ist aber auch völlig klar, dass mit der Verpflichtung von Peter Bosch es auch klar war, dass sich das erst ein bisschen aneinander gewöhnen muss. Wir sind dann auch ein bisschen Opfer der Tatsache geworden, dass das dann außergewöhnlich schnell und außergewöhnlich schnell so gut geklappt hat und dann allerdings auch in einer Art und Weise dann auch abgestürzt sind, die ich in dieser Form auch nicht erwartet hätte. Insofern, wenn wir die Bundesliga isoliert betrachten und den DFB-Pokal dazu, dann ist die Lage, wenn wir nicht auf einem Champions-League-Platz stehen und wir stehen genau einen dahinter, immer ernst. Aber auch nicht so, dass wir in Sack und Asche gehen müssen. Schon, wir müssen jetzt einfach, wir hatten das in der letzten Saison auch, wir hatten in der letzten Saison Weihnachten nur 27 Punkte und auch jetzt zum aktuellen Zeitpunkt nach 13 Spielen nur 3 mehr als jetzt. Aber wir müssen natürlich dahin zurückkehren und das ist völlig klar. Das Ziel ist die direkte Qualifikation zur Champions League und daran wird auch nicht gerüttelt und das müssen auch alle wissen und das ist auch genau die Erwartung, die ich an euch alle stelle, nicht mehr und nicht weniger, aber das aber auch ohne Wenn und Aber. Was hinzukommt und was die nächsten Jahre, da werde ich aber gleich nochmal separat was zu sagen, unsere große Herausforderung wird, ist die Champions League.
Da sind wir mit dem Abschneiden total unzufrieden. Das muss man auch nicht kleinreden. Ich hatte schon in Monaco bei der Auslosung das Gefühl, okay, Real Madrid und Tottenham, das gehört mittlerweile sicherlich mit das Beste, was in Europa rumläuft. Aber gegen Nicosia, Entschuldigung, ich habe es gestern schon gesagt, ich muss mich auch nicht permanent wiederholen, aber zweimal 1-1 gegen Nicosia ist auch nicht der Anspruch von Borussia Dortmund. Da müssen wir uns deutlich verbessern. Aber alles, was wir jetzt machen, und ich habe gestern schon den klaren Auftrag an Michael Zorc und Peter Bosch erteilt, in dieser Woche, wo keine englische Woche ansteht, wo wir Zeit zum Analysieren haben. Ich warne auch vor zu schnellen Analysen, denn die Zahlen, die wir seit Samstag auswerten, deuten nicht darauf hin, ohne das jetzt vertiefen zu wollen, dass diese Mannschaft im läuferischen Bereich die letzten 2-3 Wochen zu wenig gemacht hätte. Ganz bestimmt nicht. Wenn man das empfindet, ist das ein subjektives Empfinden im Stadion. Die Zahlen geben es definitiv nicht her. Aber es muss Gründe haben. Es muss Gründe haben. Es müssen auch Fehler gemacht worden sein. Und da sind Michael Zorc und Peter Bosch natürlich gefragt, jetzt eine sehr sorgfältige Fehleranalyse mir dann auch letztendlich vorzulegen und jeden Stein umzudrehen und daraus dann auch die Ableitungen zu treffen. Aber, liebe Kommanditaktionäre, es war immer die Stärke von Borussia Dortmund, das in Ruhe und Besonnenheit zu machen. Und wir machen das nicht erst seit gestern und wir machen das, und auch das ist auch noch in dieser Woche erlaubt zu sagen, mit durchschlagendem Erfolg. Wir sind seit 8 Jahren international vertreten. 6-mal Champions League, 2-mal Euroleague. Das hat Borussia Dortmund in der 108-jährigen Geschichte nie geschafft. Das schafft auch normalerweise in der Bundesliga niemand. Das beste Beispiel ist dafür, dass die Clubs wie Schalke 04, Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach, die ja tendenziell hinter uns dann die ersten Verfolger sind, dass die alle spielfrei haben dieses Jahr in der Woche und dadurch natürlich auch aktuell ein bisschen Kraft schöpfen können. Aber diese 8 Jahre, 6 Jahre Champions League, 2-mal Euroleague dabei, das ist kein Zufall, sondern es ist eine ganz klare Tendenz. Und die Tendenz ist daraus entstanden, dass wir ruhig, besonnen, analytisch sind und das auch wieder drehen werden. Davon kann man jedenfalls ausgehen, davon bin ich auch persönlich überzeugt. Aber das muss dann auch so funktionieren. Gut. Zur wirtschaftlichen Situation, Gerd Pieper hat es eben schon angesprochen, Rekordumsatz haben wir erzielt mit über 400 Millionen, war eigentlich erst für 19 geplant, hat aber gut gepasst, ist ohne, das wissen die meisten von Ihnen, ich sage es aber gern nochmals, ohne den Transfer Ousmane Dembélé, der kommt erst in dieses Geschäftsjahr. Der Gewinn ist nicht so üppig ausgefallen, für normale Bundesliga-Verhältnisse aber schon durchaus noch ansehnlich, aber wir haben keinen großen Transfer gemacht und wir müssen ganz ehrlich sagen, wir befinden uns in einem europäischen Wettbewerbsumfeld, was sehr schwierig ist. Wir haben viele Gewinne, wir haben seit 2011, glaube ich, 120 oder wie viel Millionen Gewinn nach Steuern gemacht. Mussten aber natürlich auch immer wieder neu investieren, mussten Ersatz dafür besorgen, was natürlich dazu geführt hat, dass unsere Abschreibungen mittlerweile über 60 Millionen sind, was wiederum bedeutet, wenn wir die erwirtschaften und wenn wir positive Ergebnisse schreiben, erwirtschaften wir die natürlich, sind wir immer stark genug auch zu investieren, aber nichtsdestotrotz müssen wir jetzt nicht kurzfristig darauf schielen, die nächsten 10 Millionen Gewinn zu machen. Wir müssen sehen, dass wir einen hohen EBITDA haben, den haben wir, 75 oder wie viel Millionen. Und wir müssen darauf schauen, dass wir unsere Wettbewerbsposition stärken. In Deutschland haben wir eine Position, die uns zumindest über die Clubs unterhalb von Bayern München, aber über alle anderen Clubs hebt, die ihr Geld selbst verdienen müssen. Es gibt noch ein paar andere, das wissen Sie. Da wird es dann teilweise schwierig, das hängt immer von äußeren Umständen ab. Aber mit den anderen, das ist nicht das Problem. Aber international, es hat uns die letzten Jahre sehr, sehr gut getan, dass wir immer unter den Top 10 in Europa waren. Aber was da international momentan läuft, das haben Sie spätestens dann erkannt, wo jetzt mittlerweile selbst unsere Scouts auf den
Zetteln der großen englischen Clubs stehen und dort Geld verdienen, wie bei uns Profis. Und da wird die nächsten Jahre noch eine Menge passieren. Von daher muss man auch dann mal mit, früher wäre es in Dortmund dafür einmal um den Borsigplatz getragen worden, mit 8 Millionen Nettogewinn klarkommen. Ich möchte noch kurz was zum Kurs sagen. Ich habe es eben schon angedeutet. Mir war klar, nachdem der Kurs, und wir müssen immer gucken, woher kommen wir. Wir liegen gerade aktuell irgendwie bei 6,06 Euro oder 7 oder was weiß ich. Wir waren letztes Jahr hier bei 5,79. Das ist ja immer noch mehr. Wir waren aber vor 2 Jahren bei 4,02 Euro. Und nachdem das jetzt in diesen Geschichten um Ousmane Dembélé auf 8,50 Euro hochging, da war mir klar, der kleinste Peak, ich habe das damals schon prophezeit, der kleinste Peak wird irgendwann dazu kommen, dass viele Leute sagen, okay, wunderbare Geschichte für mich, aber jetzt cashe ich mal ein. Und ich bin aber genauso sicher und prophezei Ihnen das heute, dass es jetzt auch wieder bei nächster Gelegenheit, sobald wir sportlich ein bisschen reüssieren, wird es genau in die andere Richtung wieder gehen, weil dieser Club, der ist ganz konservativ, gerechnet mindestens 1 Milliarde wert. Wir haben das größte deutsche Stadion ohne 1 Euro Finanzierung. Gucken Sie sich den Transferwert unserer Spieler an und wir realisieren das ja dann und wann auch. Wie im Fall Ousmane Dembélé, was natürlich eine außergewöhnliche Situation war, aber wir haben immer wieder, Julian Weigel sitzt da, Christian Pulisic, wir haben immer wieder Spieler, wo wir immense stille Reserven noch haben, die wir idealerweise auch nicht heben wollen. Nur manchmal kommt es eben so und dann tun wir das auch. Aber dieser Club ist Minimum 1 Milliarde wert mit einer strahlenden Marke und demzufolge wird der Kurs wieder hochgehen. Da bin ich absolut überzeugt davon. Ich habe gerade Marke angesprochen. Die Marke Borussia Dortmund, ich spreche nicht gerne über Marke Borussia Dortmund, aber die Strahlkraft Borussia Dortmund ist höher denn je. Und das ist jetzt nicht meine Meinung, ich habe die Meinung immer schon gehabt, ob das stimmt oder nicht. Aber ich versuche das mal jetzt zu objektivieren. Sie kennen die Nielsen-Umfrage, die in der Konsumentenmarktforschung sehr, sehr wichtig ist. Es gibt 7 Gebiete in Deutschland und wir sind in allen 7 Gebieten jetzt das erste Mal in diesem Jahr unter den Top 3, in allen. Wir sind im Gebiet Nordrhein-Westfalen so weit vorn, mit riesigem Abstand unter den Top 3. Der Club, der uns überholen will, ist gar nicht unter den Top 3, selbst in seinem Heimatmarkt nicht. Wir sind von den 7 Gebieten in 3 auf Position 1 und selbst in Bayern sind wir auf 3. Die TU Braunschweig hat in ihrer jährlichen die macht seit 6 oder 7 Jahren eine sehr bedeutsame, sehr valide Untersuchung, nicht über, so wie Nielsen, über die Prioritäten, sondern über die Sympathie der 18 Bundesliga-Clubs. Und seit das gemessen wird, ist immer ein Club auf Nummer 1. Das ist Borussia Dortmund. Und ich glaube, dass auch dazu beigetragen hat, dass dieser Club in sich ruht, dass dieser Club souverän ist, und dass dieser Club etwas ausstrahlt, nämlich etwas, was man nicht für Geld kaufen kann, nämlich Bodenständigkeit, Tradition und vielleicht auch, dass du das Gefühl hast, dass diejenigen, die in dem Club beschäftigt sind oder ihn repräsentieren, das auch machen würden, wenn der in der Landesliga wäre, weil die einfach eine ganz enge emotionale Beziehung zu dem Ganzen auch haben. Also, und das wirkt natürlich auf Sponsoring. Carsten Kramer macht da einen tollen Job,
zeigt er wirklich, welches Potenzial er auch hat. Wir werden dieses Jahr das erste Mal an der 100-Millionen-Marke kratzen. 100 Millionen Sponsoring. Die meisten Bundesliga-Clubs wären froh, wenn sie das als Gesamtumsatz hätten, plus dem, was sie vom Fernseher kriegen. Wir haben mit Opel einen tollen Deal gemacht, langfristig mit dem Trikotärmel. Wir haben zwei neue Champions-Partner gewonnen, mit Bwin und Rowe, und haben mehrere Sachen noch im Köcher. Wir sind gerade dabei, Thomas Dress hat das sehr gut verhandelt, mit Lagardère über eine Vertragsverlängerung mit allerdings deutlich anderen Konditionen zu verhandeln, weil Lagardère uns international gut tut. Und diese Vertragsverlängerung, wenn sie dann so kommt, und ich gehe davon aus, dass sie so kommt, und zwar in den nächsten Wochen kommt, die wird uns dann, die wird jetzt schon einen Effekt haben auf die G&V der nächsten Jahre, die wird aber dann ab 2020 Effekte haben im deutlich achtstelligen Bereich, und das jedes Jahr. Und das wird unsere finanziellen Möglichkeiten dramatisch verbessern. Wir reden da um Größenordnung. Dafür brauchst du eigentlich noch dann einen zweiten Hauptsponsor. Du kannst aber nur einen haben, weil nur einer auf die Brust kann. Aber in solchen Dimensionen reden und denken wir gerade. Und demzufolge glaube ich, dass wir da sehr, sehr gut aufgestellt sind. Und wenn ich dann die Internationalisierung sehe, wir haben jetzt das zweite Büro in Shanghai eröffnet. Wir haben 25 internationale Kooperationen, die am Ende des Tages uns auch alle ökonomischen Zuwachs bescheren. Wir werden jetzt nach USA gehen im Sommer und werden den zweiten großen von uns identifizierten Markt nachhaltig versuchen für uns zu gewinnen, wie es uns ja in Asien immer stärker auch gelingt, und werden dann 19 wieder nach Asien gehen. Unsere Fußballschule hat 15.000 Teilnehmer, 15.000 Kinder, die unter dem Dach von Borussia Dortmund Freude am Fußball entwickeln. Wir haben 130.000 Stadionführungen pro Jahr mittlerweile mit einem A, sehr guten ökonomischen Ergebnis, B, aber auch, das sind auch Bindungsmaßnahmen. Wir haben Event und Catering jetzt in die eigenen Regie geholt. Es läuft großartig. Und zum Abschluss, Thema CSR, Stiftung. Ich glaube, dass der BVB, und das ist gut so in dieser Gesellschaft, dass der BVB einen sehr großen Einfluss auf unsere Gesellschaft hat. Ohne Partei zu ergreifen, aber Meinung zu ergreifen. Unsere Stiftung hat bisher über 1 Million Euro eingeworben und für weit über 100 Projekte verteilt für Engagement, für Vielfalt, für diese Projekte. Sie kennen unser Lernzentrum, wo wir Kindern unter Zuhilfenahme erfahrener Pädagogen, gerade Kinder in teilweise auch Situationen und Bereichen, wo es ein bisschen kritisch ist, mit den Grundsätzen des Zusammenlebens konfrontieren, für Toleranz werben, für Respekt vor dem anderen. Und natürlich dieses Fluidum unseres Stadions, des Signal Iduna Parks, zu nutzen, um den Kindern auch eine Erlebniswelt zu schaffen, wo sie dann auch vielleicht das besser in sich aufsaugen. Das ist ein großartiges Projekt, und damit leisten wir einen sehr, sehr großen Beitrag auch für Integration, für demokratische Grundsätze. Und das ist auch unsere Aufgabe, nicht nur Fußball spielen. Reinhard Rauball und ich haben beschlossen, dass wir 200.000 Euro für Amateurclubs ausloben, für Infrastrukturprojekte. Man kann nicht immer nur darüber philosophieren, warum hat der Amateurfußball so große Probleme, sondern wenn man dann sich zwar diese wirtschaftliche Position selbst hart erarbeitet hat, aber dann muss man auch, das ist wichtig für eine Solidargemeinschaft einer Gesellschaft, dann muss man auch bereit sein, abzugeben. Und das machen wir.
Und wir wissen, wo wir herkommen, wo unsere 8- bis 10-Jährigen herkommen, nämlich von den kleinen Vereinen. Und die werden wir unterstützen. Aber nicht, indem wir dafür sorgen, dass dann der Trainer da 100 Euro mehr im Monat kriegt, sondern indem wir dafür sorgen, dass Infrastrukturobjekte am Platz, am Clubhaus, am PKW für die Jugendmannschaft, dort, wo da sinnvolle Vorschläge uns gemacht werden, wir haben eine unabhängige Jury eingerichtet, die wird diese 200.000 Euro verteilen. Auch das ist ein Beitrag von uns, genauso gut, wie wir im Kampf gegen Extremismus, ob er von rechts oder von links ist, werden wir nie nachlassen, werden wir immer wieder Aktionen machen, werden wir mit aller Macht, die wir natürlich mit 10 Millionen Fans und wir sind der drittgrößte Verein der Welt mit 153.000 Mitgliedern, wir haben da schon auch eine Power und die werden wir einsetzen gegen jede Form von Extremismus. Und um das auch mal durch eine Aktion nachhaltig zu dokumentieren, haben wir im letzten Frühjahr eine gemeinsame Führungskräftetagung mit Evonik zusammen, unserem Hauptsponsor und großem Aktionär, gemacht, und zwar in Auschwitz. Was schon auch, und ich war mit, was schon auch eine psychische Belastung ist, dass einerseits dort alles auch wirklich auf sich einwirken zu lassen, um dann aber auch noch über andere Themen zu sprechen. Aber es war für jeden eine enorme Bereicherung seines Lebens. Und manchmal muss man auch in solchen Situationen Flagge zeigen. Und das war, da bedanke ich mich auch bei Christian Kuhlmann, das war eine ganz tolle Geschichte. Der Nachhaltigkeitsbericht zu dem ganzen Thema erscheint im Dezember. Das hat mir Herr Tress aufgetragen zu sagen. Herr Tress, ich habe das hiermit auch nicht vergessen. Ich komme zum Abschluss. Strategie, Ausblick. Ich hatte jetzt die letzten Wochen so ein bisschen den Eindruck unter der öffentlichen Berichterstattung, dass Sven Mislintat uns verlässt, dass man jetzt glaubt, dass das Scouting von Borussia Dortmund ab sofort eingestellt wird. Das ist nicht der Fall. Michael Zorc hat das mit Sven Mislintat und anderen über Jahre sehr nachhaltig aufgebaut. Sven Mislintat geht von uns im besten Einvernehmen. Er hat mir gestern Abend noch eine SMS geschrieben, dass ich bedankt habe, was ich gestern auf der Mitgliederversammlung gesagt habe. Ich kann das gerne noch mal wiederholen. Das ist zum Beispiel ein persönlicher Fehler von mir gewesen, dass ich es zugelassen habe, dass der Sven Mislintat, einer, der wirklich großartige Arbeit geleistet hat, ein Borussia durch und durch war, dass der anderthalb Jahre wie ein Aussätziger behandelt worden ist. Das kreide ich mir persönlich als großen Fehler an. Nur hätten wir damals, und Michael Zorc kennt die Problematik, uns für einen anderen Weg entschieden, dann hätten wahrscheinlich noch mehr Leute gesagt, ja, wie kann man denn in so einer Situation und so weiter, Sie kennen das ganze Thema. Aber was ich sagen will, ist, dass natürlich bei uns nichts zusammenbricht. Michael Zorc und auch Sven haben Strukturen geschaffen. Markus Pilawa macht ja im Prinzip seit anderthalb Jahren schon diese Arbeit, weil unabhängig davon durfte ja der Sven Mislintat auch an keiner Scouting-Sitzung mehr teilnehmen, wenn einer vom Trainerteam dabei war. Und insofern ist ja der Markus Pilawa ohnehin da schon in diese Aufgabe reingewachsen. Und wir werden auch in Zukunft ein hervorragendes Scouting haben. Michael Pilawa und ich haben vor zwei Wochen ein neues Scouting-Konzept verabschiedet. Ich würde Ihnen das gerne mal ein bisschen näher erklären, möchte ich aber nicht, weil dann werden wieder zu viele andere Clubs dann zu klug. Fakt ist aber eins, dass wir eine Abteilung innerhalb, wir haben vier Rubriken in unserem Scouting-System und eine Abteilung werden wir massiv personell aufrüsten, das ist nämlich genau die, wo es darum geht, auch den nächsten Ousmane Dembélé, auch den nächsten Christian Pulisic, Julian Weigel etc. frühzeitig mit 16, 17 Jahren zu erkennen, denn die Mbappés, Neymars, Dembélés dieser Welt, die kommen nicht mehr
zum BVB, wenn sie 20 sind. Zu Bayern im Übrigen aber auch nicht. Und das ist die Herausforderung, die wir alle miteinander haben, dass wir so früh da sein müssen und natürlich auch antizipieren müssen, wo die Top-Top-Talente dieser Welt sind. Das ist eine sehr, sehr herausfordernde Aufgabe für unsere Leute dort. Aber ich habe da ganz großes Vertrauen in Michael und seine Mitstreiter, dass das auch, und das sieht auch Sven Mislintat das genauso, dass wir ohne Einschränkungen da weiter auf dem höchsten Niveau arbeiten können. Wir sind die zweite Kraft in Deutschland. Da müssen wir überhaupt nicht drum reden. Wenn du in 10 Jahren oder in 8 Jahren 8-mal international spielst, 6-mal in der Champions League, du gewinnst 2 deutsche Meisterschaften, du gewinnst 2-mal den DFB-Pokal und bist schuldenfrei. Wenn der nächste Club kommt, der das mir vorlegt, dann sage ich, okay, jetzt seid ihr die Nummer 2. Aber die Nummer 2 dauerhaft bildet sich nicht darüber ab, ob du in der Tabelle mal 2 Wochen vor dem anderen stehst. Das ist dann schon eine sehr langfristige Sicht und man vergisst immer viel. Aber ich habe immer gesagt, dass mit dem Niveau, was wir jetzt erreicht haben, was für unsere Verhältnisse großartig ist, aber das ist alles eine Evolution. Und Bayern München war vor 20 Jahren viel weiter als wir, die waren vor 10 Jahren Lichtjahre von uns entfernt, aber auf einer Stufe, wie wir vielleicht heute sind. Sie haben sich aber auch noch mal weiter evolutioniert, denn vor 10 Jahren, 2007, wird hier außer mir vielleicht noch Reinhard und Fritz Lünschermann niemand mehr wissen. War Bayern München auch nicht in der Champions League. Sind sehr erstaunt, ne? War aber so, ein Vierter geworden. Und das bedeutet, was ich Ihnen damit sagen will, ist nur, dass wir jetzt auf hohem Niveau uns befinden, aber noch nicht die Garantie haben, dass wir in 10 Jahren wirklich 10-mal Champions League spielen, obwohl wir es unter allen Umständen wollen. Und dahin zu kommen, dass wir das als selbstverständlich abbuchen können, das ist unsere Aufgabe der nächsten Jahre in der Bundesliga. In Europa ist das schwieriger, da bin ich ganz ehrlich, weil da mittlerweile hast du es ja nicht mehr mit Vereinen zu tun, sondern mit Ländern. Mit Katar und Abu Dhabi und Milliardären, die keiner weiß, wie sie zu ihren Milliarden gekommen sind, in Russland und überall auf der Welt. Das ist sehr schwierig für uns. Aber auch da werden wir unseren Platz unter den ersten 10 in Europa versuchen, bis zur letzten Patrone zu verteidigen. Aber da wäre es schon sehr fahrlässig, wenn ich Ihnen nicht auch sagen würde, solange in England mittlerweile die Topclubs 350 Millionen für Gehälter ausgeben können, wird das schon verdammt schwer. Und die Engländer haben jetzt mittlerweile, machen es auch besser als noch vor Jahren. Sie versuchen jetzt unsere Strukturen zu kopieren. Da droht uns schon einiges. Und trotzdem, aufgeben ist nie die Devise von Borussia Dortmund. Und das wird es auch künftig nicht sein. Aber da müssen wir uns schon auf einen harten, harten Kampf gefasst machen. Was uns da noch ein bisschen helfen kann, ist im Prinzip, denken wir jetzt intern, und wir haben auch da, nehmen auch professionelle Hilfe in Anspruch. Wir werden in 2018 2 Programme in einem bündeln, werden ein Programm entwickeln, um die komplette Effizienz des Unternehmens, das ja exorbitant gewachsen ist, in 10 Jahren den Umsatz um 500% gesteigert hat, die Mitarbeiterzahl um 800% gesteigert hat, um jetzt auch mal die Effizienz wieder bis in den letzten Winkel zu überprüfen. Und damit verbunden natürlich auch eine ganz klare Überprüfung aller Kosten, evaluieren, gucken, wo wir vielleicht dann doch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen Fett angesetzt haben. Ich warne vor zu großen Erwartungen, weil der allergrößte Kostenblock ist der Fußball und da funktionieren die normalen Methoden nicht. Wenn wir sagen, wir reduzieren jetzt die
Lizenzspielergehälter um 30 Millionen, während die Engländer jedes Jahr 50 draufpacken, wird es nicht zwingend erfolgreicher werden. Aber an allen anderen Stellen werden wir Effizienz überprüfen, werden wir die Kosten überprüfen und werden dann auch in einem Jahr über die Ergebnisse hier berichten. Und wir werden dann auch unsere Organisationsstruktur, die sich ja jetzt über viele Jahre bewährt hat, dann auch entsprechend anpassen, um Effizienz- und Kostengesichtspunkte da auch neu zu konzentrieren, zu bündeln, weil wir der Meinung sind, dass wir jetzt nach diesen erfolgreichen Jahren auf diesem Niveau uns jetzt auch selbstkritisch überprüfen müssen, was können wir in Gänze noch besser machen. Und demzufolge habe ich jetzt versucht, Ihnen klarzumachen, dass Borussia Dortmund natürlich immer aktuell vom sportlichen Erfolg beurteilt wird, aber dass in diesem Club eine immense Kraft steckt. Wir sind noch lange nicht am Ende unseres Weges. Und ich verspreche Ihnen, ich hatte im Sommer eine Phase, da habe ich diese ganze Geschichte, Attentat und Trainerthema und so auch persönlich ein Stückchen angefasst und auch ein bisschen mitgenommen. Ich kann Ihnen aber ebenso sicher versprechen, ich bin aktuell so auf Kampfmodus gestellt und habe so viel Spaß auch an dieser Herausforderung der nächsten Jahre wieder, da werden sich einige noch deutlich wundern. Vielen Dank.